Willkommen zurück. Wir sind in Let's Play 18 und ich gehe wieder aus der Pause. Ich habe mir meinen Spielstand nochmal zwischengespeichert. Ich habe für jede Folge einen Spielstand und ich möchte einfach nachträglich gern noch so Stände anschauen können. Vielleicht will die auch mal irgendjemand haben. Vielleicht schaue ich mal, wie man die über YouTube teilen kann oder über irgendeinen externen Anbieter. Für die, die gerade neu eingeschaltet sind, wir sind dabei, hier die Bekleidungsfabrik zu planen. Mit Stofffabrik vorgeschaltet. Und überlege ich gerade, ich muss die Mitarbeiter ranführen und ich will die hier, also ich möchte sie hier lang haben, dass die hier in den Personaleingang reinkommen. Dass ich hier aber eine Personalbrücke bauen kann. Dafür brauche ich halt hier einen Platz dazwischen. Hier hinten ist kein Problem, da komme ich mit dem Bauweg rein. Wenn ich jetzt hier die nächste direkt daneben pflanze, dann geht es wiederum nicht mehr. Das heißt, wir gehen jetzt weiter und lassen hier Platz dazwischen. Wo war die Bekleidungsindustrie? Hier. Aber ich möchte trotzdem gern an den Anschluss hier ran. Und dass der Fußweg da auch reingeht, drehen wir ihn so hin, dass beide Fußwege in die gleiche Richtung zeigen. So müsste das eigentlich langen. So. Der nicht. Und die gebe ich jetzt mal in die Planung, sonst sieht es da so weiß aus. Ich habe schon genug Schnee auf dem Bildschirm. Das muss jetzt nicht zusätzlich noch sein. Okay, das letzte. Das letzte Bekleidungswerk. Die letzte Bekleidungsfabrik. Die kann ich jetzt eigentlich wieder nah dran hauen. Und ohne diese Industrieverbindung, ich möchte an den anderen Anschluss dran. Der andere Anschluss ist mir wichtig. Dass ich muss ihn wieder händisch reinplanen. So. Okay. Also wir haben sechsmal Bekleidungsindustrie, wir haben dreimal Stofffabrik, wir haben hier vor unseren Kornspeicher und wir haben ein großes Zentrallager dazwischen. Ich habe euch ja erzählt, mit vier, das geht. Es geht wirklich. Und hier noch zwei mehr dran. Es geht. Es macht aber keinen Spaß. Das ist dann wirklich für den Liebhaber. Da könnt ihr euch gerne mal 5-6 Stunden allein an dieser Planung aufhalten. Dann funktioniert es. Das ist mit viel Aufbauen, Abreißen, neu durchplanen und so weiter. Ja. So. Hier müssen die Mitarbeiter hin. Ich denke, irgendwo hier in der Richtung möchte ich den Busbahnhof hin haben. Und dann möchte ich, dass die hier alle fußwegtechnisch rumschlappen können. Jetzt bauen wir mal was Neues, was ihr noch nicht gesehen habt bei mir im Let's Play. Es gibt hier diese Fußgängerbrücken. Und ganz wichtig bei diesen Brücken, die haben eine Lebenserwartung. 35 Jahre. Ich weiß, es hört sich jetzt viel an, aber 35 Jahre heißt, das Ding muss gewartet werden, es muss saniert werden. Und wenn man es irgendwo hinflanscht, wo man später nicht mehr hinkommt, dann kommt das Sanierungsbüro nicht hin. Also wir haben diese Aufwege hier. Muss ich mal gerade gucken, ob ich es da unten nicht verkackt habe. Da kommen wir an den Personaleingang dran. Okay. Hier. Da müssen wir nicht ran. Der kommt zu Fuß hoffentlich so rein. Schauen wir mal, ob der da rumkommt. Ja, der kommt da rum. Also den brauchen wir auch noch. Wobei, wenn hier der Busbahnhof ist, die sollen da reinlatschen, sollen sie nicht so anstellen. Wir machen hier vorne die Brücke hin. So, also hier ist der Busbahnhof. Die kommen hier lang. Die laufen hier die Brücke hoch. Oh Gott, ist das schlecht zu sehen im Schnee. Ja, und dann können wir hier, muss ich mal gerade gucken, weil wir müssen ja auch noch an die zwei drankommen. Setzen wir es mal. Und hier muss noch ein Müllplatz mit rein. Und eine Brücke hier rüber. Ah.
setzen wir es mal so hin, dass hier die Brücke ist, dass ihr das mal seht. Also die Brücke, die geht jetzt hier so lang. Da geht sie runter und da können wir jetzt das nächste Stückchen wieder ranflanschen. Oh, das war aber ein wilder Schlenker hier. Dass man auch hier in diese reinkommt. Das müsste so hinhauen und ich müsste hier auch mit einem Baufußweg dran kommen. Jetzt probieren wir eben, oder ob das jetzt zu nah dran ist. Ja, okay, ja. Es ist kein Node dazwischen. Das ist ärgerlich. Dann wieder weg mit dir. Da müssen wir es ein bisschen nach hinten versetzen. Und auch weg mit dir. So. Aber es macht trotzdem sowas von Spaß, das glaubt ihr nicht. Auch wenn es ärgerlich ist. Wieso snappst du jetzt nicht dran, mein Freund? Ist da noch irgendwas im Weg? Hier geht der lang. Und jetzt wird er auf. Und jetzt willst du wieder. Jetzt aber mal im Ernst. Ist das jetzt wirklich... Muss ich den jetzt so krumm hinhauen? Okay. Wenn das Spiel es so möchte... Na, nein, so krumm ist keine gute Idee, weil wir jetzt hier nicht rüberkommen. Ich will darüber. Ich möchte quasi einen Rundgang machen. Das ist keine gute Idee. So, letzter Versuch. Wenn das jetzt nicht gescheit hin will, dann müssen die zwei nochmal ein bisschen nach hinten verrückt werden. Also, wir müssen dich da dran kriegen. Wir könnten auch noch schauen, ob dieser Weg, ob diese Werksverbindung auch da dran geht. Ne, da ist es zu scharf. Okay, die muss da lang gehen. Die muss da. Dann müssen wir wohl... Ja, weil der muss halt so ein paar Stützpfeiler bauen hier. Müssen wir denn mal so hier hinflanschen. So. Das kümmern wir uns gleich noch drum. Ich will erstmal noch hier ums Eck kommen. Dann möchte ich auch gern hier zu dem Ausgang hinkommen. Das sieht jetzt schon wieder besser aus. Und dann möchte ich hier in die zwei reinkommen. Ja, das sieht so aus, als wenn es gerade so knapp gut passt. Und dann möchte ich aber auch, dass natürlich die Leute von der Seite laufen können, wo sie am besten hinkommen. Und da müssen wir noch an die Straße reinkommen. Da müssen wir auch wieder aufpassen. So. Also, wenn die hier vom Busbahnhof kommen, dann können die entweder hier schön rumlatschen, um zu dem Werk zu kommen. Oder hier zu dem Werk. Oder sie können den Weg nehmen. Können sie sich raussuchen, was kürzer ist. Wenn sie Mittagspause ihre Verwandten besuchen wollen, die im anderen Werk mal hoch, und dann können sie auch mal rüberlatschen. Den muss ich jetzt rausmachen, den Fußweg. Zack. Und jetzt ist der weg. Ich glaube, ich krieg das so nicht geheilt. Da. Ich sehe ihn doch. Da ist doch einer. Einer langt mir. Mehr will ich gar nicht. Ein Node will ich nur, um dazwischen reinzukommen, weil ansonsten können wir diesen Brückenspaß nicht bauen. Hier hat es jetzt wohl knapp nicht gelangt. Okay, aber ein wäre... Ein Bekleidungsfabrik versetzen ist nicht so schlimm, wie alles nochmal hier zu versetzen. Wo ist sie? Die Bekleidungsfabrik. Wie rum hatten wir das Ding? So. Ja, dann steht es halt ein bisschen weiter raus. Das nervt mich jetzt auch nicht. So, einmal hin, den da weg. Hier haben wir die Verbindung. Und haben wir jetzt hier mehr Platz im Matschweg. Matschweg. So. Okay, und ich habe hier einen Bauweg dran. Das ist gut.
Jetzt haben wir mal das Grundkonstrukt, dass die Mitarbeiter hier hinkommen könnten. Jetzt brauchen wir natürlich hier überall Verbindungen. Aber dafür hätte ich gern vorher hier die Brücke rein, weil ansonsten die Gebäude hier nicht gebaut werden können. Also das könnte man drehen, dass man von hier rankommt, aber bei dem keine Chance. Dann braucht man eine Brücke hin. Schauen wir mal, wie viel wir brauchen, um die Höhe zu packen. Das sieht gut aus. Einmal geradeaus drüber. Und dann auf 0 runter. Ja, machen wir erstmal auf 6. Und dann machen wir eine Kurve auf 0. Ja, so weit muss die. Nicht so ganz, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber okay, so ist es in einem Let's Play. Da läuft nicht immer alles nach Plan. Machen wir so dran und so dran. Und dass ihr Jungs gleich den Müllplatz kriegt. Ja, ich brauche den Müllplatz, dass ich weiß, wie ich den Fußweg drumherum bauen kann. Die müssen ihren Müll irgendwo hinbringen können. Den können wir hier dran machen. Da sehen wir, wir kommen an diese zwei Werke ran. Das ist gut. Und ja, da können wir euch so nah wie möglich ran. 27,39 Meter ist okay. Jetzt ist nur die Frage, kommen wir hier mit dem Fußweg noch rum? So, kommen wir dahin. Einmal hinterm Müllplatz lang. Das ist doch schön, wenn man morgens zur Arbeit läuft und erstmal so einmal hinterm Müllplatz lang läuft. So, das planen wir gleich mal hier. Oh, das sieht jetzt auch in der Vorschau schön aus, der neue Asphaltweg. Ich bin begeistert. Mit Lämpchen. Sieht jetzt nicht mehr nach Asphalt aus, sieht jetzt nach Pflastersteinchen aus. Sehr, sehr schön. So, wir haben die zwei versorgt. Hier müssen wir noch was machen. Machen wir vielleicht, nachdem wir das jetzt gemacht haben, hier vorne mal den Busbahnhof hin. Den finden wir unter Straßen und für Bürger, Bushaltestelle, die langt mir. Da können die Busse reinfahren und wieder rausfahren. Hier ist unsere Autobahn. Hier hinten ist das Kohlekraftwerk. Ich würde die gerade mal so hinsetzen, dass die zwei Fußwege Richtung Fabrik schauen. Also, wir haben noch einen kleinen Punkt vergessen. Bevor wir diesen Spaß weitermachen. Wir brauchen hier eine Zufahrt. In irgendeiner Art und Weise. Und wir brauchen hier auch noch eine LKW-Laderampe. Das wäre schon ganz wichtig. Dass die Chemie reinkommt, dass die Klamotten abtransportiert werden können. Mit einer Vierer bin ich zufrieden. Die könnte auf der Seite rausgehen. Okay, sie könnte aber auch so rausgehen. Aber da ist ja der Busbahnhof, da will ich eigentlich nicht hin. Wenn ich die noch umdrehe, bringt mir das was. Dann könnte ich nach unten abfahren. Ja, aber die LKWs, die wollen auch hier auf unsere wunderschöne Brücke drauf fahren. Also die sollen eigentlich nach oben rausfahren. Machen wir die schöner hier dran. So. Und diese Fabrikplanung, finde ich, ist der stressigste Part von dem ganzen Spiel, das da schön effektiv alles aneinander ranzuflanschen. So, wir brauchen hier eine Verbindung noch und die planen wir gleich mal so. Also die LKW-Laderampe wäre versorgt. Hast du dann eine Baustelle jetzt hier fertig, dass wir den Matschweg wegkriegen. Nicht so ganz. Ja, ich lasse es auch langsam laufen, weil ich will nicht, dass denen die Arbeit ausgeht. Man sieht schon, hier entwickelt sich was. Irgendwo schaffen jetzt die ganzen Menschlein dran. Das ist okay. Aber wir haben hier so viel zum Planen gerade. Wenn ich das schnell laufen lasse, habe ich Angst, dass die nichts mehr zu tun haben.
So. Wie könnten wir diese Auffahrt bauen? Ich mach mal eben Pause, weil ich jetzt diesen wunderschönen Matschweg hier weg haben will. Sonst kann ich den Busbahnhof und die Einfahrt in die LKW-Laderampe nicht planen. Also wir kommen hier schön raus, wir fahren einen Bogen. Wir könnten mal. Das ist ja nur Bauanschluss hier alles. Also der primäre Weg soll zum Busbahnhof gehen. So. Wo setzen wir den am besten hin? Also die Leute müssen jetzt zwangsläufig einmal um die LKW-Laderampe so drumherum laufen. Aber wir können den Busbahnhof, wo ist er denn? Für Bürgerbushaltestelle. Wir könnten den so hier hinsetzen. Dann fahren die Busse da rein. Und dann könnten die in einer Schleife hier wieder rausfahren. Weil wenn sie rumdrehen, dann macht es auch ein bisschen Stau. Könnten hier wieder rausfahren, die könnten hier wieder zurückfahren. Wie sieht es denn gut aus? Möchte ich hier gleich wieder rein? Ja, das können wir so machen. Ist okay. So, dann machen wir hier noch. Ja, die LKWs, die sollen auch vorwärts und rückwärts rauskommen. Möchte ich die hier mit anschließen? Also ich könnte es da als Einbahnstraße so definieren. So, zack, da könnt ihr nur in einer Richtung durchfahren. Ja, nee, ich habe da eine andere Idee. Das Stück mache ich anders. Ich mache mir hier eine kleine Bus-Einbahnstraße hin. So wie in der Stadt. Wir hier gerade irgendwo was rumfahren. Ach so, ich habe ja Pause gedrückt. Okay. Weil unsere Bauverbindung ja gerade weg ist. Das heißt, die kommen hier raus, die könnten da reinfahren. Die könnten hier eine schöne enge Kurve fahren, wenn sie gerade leer sind, und könnten so wieder reinfahren. Das finde ich ist eigentlich eine schicke Geschichte so. Also, unsere Busse fahren hier rein und wieder raus. Und die LKWs, ja, die transportieren nicht so viel. Ich denke, die werden sich hier nicht in die Quere kommen. Der Bus kriegt auf jeden Fall Vorfahrt hier, dass der immer schön im Kreis fahren kann und die Leute immer schön schaffen können. So. Ich muss jetzt hier irgendwie die Baustraße wieder abzweigen, dass ich laufen lassen kann. Kann ja jetzt auch bucklig schief sein. Hauptsache, sie können schaffen. So, ich gehe aus der Pause raus und ihr könnt weitermachen. Also, sie kommen hier an, sie fahren schön über die Brücke drüber, sie heizen hier entlang in den Busbahnhof rein, werden ausgeladen, kommen wieder raus und der leere Bus fährt wieder zurück über die Brücke und fährt wieder hier zur Stadt zurück. Ach, dann kommen sie. Ja, dann kommen sie natürlich von hier. Auf der Hinfahrt kommen sie nicht über die Brücke. Das ist okay. Dann brauchen wir hier den Anschluss. Einfach nur zum Bauen. Nur, ich denke gerade drüber nach, dass dieser Fußweg noch wo lang gehen muss. Das heißt, ich will nicht, dass die auf der Straße langlatschen. Wir machen den so. Und na, führen den dann hier rein. So. Jetzt können wir den Fußweg weiter planen. Nehmen wir unseren schönen Lämpchenweg. Kommen von der Brücke runter. Wir gehen hier hin.
Dann können die Bürger hier schön entlang laufen. Jetzt passt da wieder kein Naut dran. Ich krieg die Krise. Das Spiel will mich heute doch echt ärgern. Also dann machen wir erst den Fußweg ran, dass der Naut besetzt ist. Und mit Lämpchen bitte. So. Und jetzt machen wir danach unsere Straßenanbindung dran für den Bauweg. So. Und diesen Fußweg führen wir jetzt direkt an den Busbahnhof ran. Meter oder 42, schön, machen wir 39. Jeder Meter zählt. Jeder nicht gelaufene Meter spart unseren Bürgern Zeit, die sie im Kino verbringen oder sonst irgendwas. So, jetzt haben wir diese Anbindung dran. Jetzt fehlt uns... Wo ist denn hier die Straße? Da, okay. Die ist kein Problem, die sind beide dran. Die sind alle kein Problem, da fahre ich einen schönen Kringel drumherum. Ja, nur... Ja, nee, doch, das passt so. Dann können wir hier... Wieso willst du denn jetzt nicht da dran? Krieg ich jetzt den Fußweg nicht? Im Ernst jetzt? Ich habe mich verlassen auf diesen Fußweg. Nein, die laufen nicht da hoch. Ich will den da haben. Kann die eigene Industrieverbindung den Fußweg blockieren? Ich glaub's nicht. Ja, da kommen leichte Emotionen hoch. Mal schauen, ob jetzt der Fußweg dran geht. Jetzt würde er... Jetzt würde der da reingehen. So. Wir merken uns, da fehlt eine Industrieverbindung. Da müssen wir nachziehen. Hier haben wir da den schönen Fußweg. Hier haben wir auch. Man sieht jetzt auch hier das Gras, die Bäume. Das sieht alles jetzt ein bisschen anders aus durch das Texturpack. Okay, die haben wir dran. Hier haben wir schon gemacht. Oder ist es nur Matschweg? Das ist schon geplant. Gewöhnungssache mit den neuen Texturen. Aber jetzt fehlt uns hier irgendwo eine Industrieverbindung. Da oben. In den Fußweg dran, aber die Industrieverbindung nicht. Wieso geht das jetzt wieder? Muss ich das verstehen? Jetzt liegt sie da. Ja. Und der Fußweg ist auch da. Also wir kommen. Wir können auch einfach den Busbahnhof anklicken und sehen, wo wir schon mal hinkommen. 172 Meter. Wir haben den ersten vergessen. Den müssen wir natürlich noch mitnehmen. Der kann hier schön abzweigen. So. Also wir kommen zum ersten Werk. Wir kommen mit 172 Meter und 222 Meter zum zweiten und dritten. Dann kommen die anderen Fabriken. 239 ist wunderbar. An das nächste Werk kommen wir auch dran. An die nächsten zwei auch. Fehlt nur noch der hier. Den kriegen wir auch noch dran. Ja, komm, wenn wir schon dabei sind. Dann machen wir den mit dran. So. Also sie steigen beim Busbahnhof aus. Sie kommen hier jetzt erstmal zu jedem Werk hin. Das ist sehr wichtig. Jedes Werk. Ja. Jedes Werk braucht dann auch noch einen Anschluss an den Müllplatz. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier schöne gerade Straße dafür hinsetzen. Oder Pi mal Daumen gerade. Wir dürfen auch den da nicht vergessen. Der kommt gleich noch. Da hätten wir jetzt Luft, aber ich denke, die Luft, die gefällt mir eigentlich. Da können wir später irgendwas reinbauen. Da
Da können wir noch zusätzliche Industrie reinpacken. Machen wir es hier auch mal einigermaßen. So. Es kann ruhig so ein Bogen hier sein. Schauen wir mal weiter. Unsere Markierungen können weg. Ist alles weg. Da auch. Jetzt. Na, das ist ja viel zu weiter Abstand. Ja, so können wir das machen. Und hier oben einmal nochmal verbinden. Quadratisch praktisch gut. Okay. Also am Anfang werden unsere LKWs das hier benutzen, um Waren reinzubringen. Ich check jetzt eben, also dass sie hier Pflanzen reinbringen. Ich check jetzt eben, ob die Anschlüsse alle dran gehen, weil wir wollen ja erstmal das große Stück bauen. Und dann die ganzen kleinen Fitzel dran, sonst haben wir ganz viele kleine Fitzel. Das habe ich jetzt schon in der Mitte, aber da lässt sich es nicht vermeiden. Weil sonst, man kann das nicht planen und die Hälfte weglassen, dann funktioniert der Schiss nachher nicht. So. Jetzt fehlt uns nur noch der Straßenanschluss von dem, aber da ist ja kein Problem. Und wir brauchen noch einen Fußweg darüber. Und wenn die fertig gebaut haben mit diesem Fitzelchen, das kriegt jetzt mal hohe Brio, dann können wir den Matschweg hier komplett wegmachen und das da gescheit anschließen. Also. Eigentlich können wir die hier so schön parallel langziehen und da anschließen. So. Und hier kommen wir noch raus. Machen wir es doch so. Dann bauen wir erst das große Stück außen rum und wenn das fertig ist, dann schließen wir das alles hier an. Aber wichtig ist, schaut, dass ihr vom Busbahnhof überall hinlatschen könnt. Und ich habe jetzt keinen Schmerz, dass der gerade noch nicht dran ist, weil der ist total in Range da. Fahren wir irgendwo hier so rüber. Da kommt unsere Prio-Arbeiter. Jungs, macht das Ding fertig. Ich pausiere mal ganz kurz, ich habe nämlich nicht geguckt, wie lang die Folge jetzt ist. Einen Moment bitte. Oh, da hatte ich das richtige Bauchgefühl. 27 Minuten sind rum. Also für mich war das hier alles andere als einfach, das jetzt mit Bespaßungsprogramm nebenher umzusetzen. Ich sehe, ihr habt gesehen, das Video ist schon 27 Minuten lang. Ja. Was fehlt uns jetzt noch? Also wir müssen hier gucken, dass der Müll rankommt. Natürlich müssen die Straßen gebaut werden. Wir müssen gucken, dass Wasser und Abwasser hierher kommt. Ja, und dann wären wir schon langsam in Endspurt. Dann wird die Industrie hier schon fast fertig. Aber der Vorteil ist halt, wenn wir das mal zusammenzählen. So als kleine Zusammenfassung am Schluss. Hier gehen überall 100 Arbeiter rein. Das sind schon mal 300 Arbeiter hier vorne. Ich plane das jetzt mal so. 300 Arbeiter. Dann haben wir nochmal die Klamottenindustrie, wo wir 6 Werke haben. 80 Arbeiter. Ich schau mal eben in den Taschenrechner. 80 mal 6. Das sind 480 plus die 300 vorne. Das sind 780. Und das Ganze mal 3 Schichtbetrieb. Da können wir 2300 Leute beschäftigen. Das ist doch mal eine Ansage für den Start. Und da ist jetzt noch nicht das Heizkraftwerk dabei, da ist jetzt noch nicht das Eisenbahnbauamt dabei, das ich hier noch mit reinbringen möchte. Das kommt hier alles quasi noch drumrum. Also wir haben ja zum Glück relativ kurze Laufwege hier. Ja, also die können bis zu 450 Meter laufen, wenn wir uns das jetzt mal angucken, oder 500 Meter. Ja, ich kann hier überall außenrum jetzt noch alles dran machen. Sei es eine Kompostieranlage, sei es
Sei es ein Kraftwerk, sei es sonst irgendwas. Wir können dann an diesen kleinen Wegen hier rausfahren und hier Industrie hinpacken, hier hinpacken, da hinpacken. Wir können alles voll kleistern. Aber das Kernkonstrukt, das hier, das ist die Herausforderung. Und ihr könnt gern mal sagen, ob ihr das hier hingekriegt habt. Mit 8 Stück. Ich kann es euch gern mal in einem alten Spielstand von mir zeigen, wenn da Bedarf dran steht. Es sieht sehr abenteuerlich aus. Es war mehrere Stunden Arbeit und das konnte ich jetzt halt in 2 Folgen mal so hinzaubern. Mit dem Abstrich 2 Werke weniger und ja, ein Werk hier weniger. Aber sonst hätten wir halt noch mal knappe 3000 Leute statt 2700 oder so beschäftigen können. Ich wünsche euch was. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und die nächsten Folgen werden wieder entspannter.